Thank you.
Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen im Loft. Das erste Pablo Held Meets Konzert von diesem Jahr. Und ich glaube, das 31. von überhaupt. Ich freue mich sehr, dass ich immer noch diese Reihe hier machen kann und mit so tollen Menschen hier zusammenkommen kann jedes Mal. Jedes Mal erfülle ich mir neue musikalische Träume und auch kulinarische Träume. Wir haben gerade sehr gut gegessen. Und haben angefangen mit einem Stück von Wayne Shorter, dem wunderbaren Komponisten und Saxophonisten, die lebende Legende, immer noch lebend und immer noch legendär. Etc. heißt das Stück von der gleichnamigen Platte. Und jetzt machen wir weiter mit einem Stück von Henry Mancini aus dem Film Arabesque. Und das Stück heißt Fassade. Thank you.
Malte Wies am Schlagzeug. Doug Wise am Bass. Tine Kapostma, Saxophon. Vielen Dank. Also ich muss sagen, ich freue mich echt über jedes Gesicht, was ich mehrmals hier bei der Reihe sehe, aber ich freue mich auch über die neuen Gesichter. Ich finde das toll. Ich habe auch ein ganz junges Gesicht schon gesehen. Da, sehr junger Gast. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Eltern haben keinen Babysitter gefunden wahrscheinlich. Nee, ist gut, ist gut. Ich finde das super. Sehr gut. Vielen, vielen Dank fürs Kommen an alle. Alt, jung, jung geblieben, alt geblieben. Wir spielen jetzt ein Stück von einer wunderbaren Pianistin, die leider nicht mehr lebt. Die heißt Jerry Allen. Und Tineke Postma hat lange Zeit mit ihr zusammengespielt und unter anderem auch dieses Stück. Immer wenn ich diese Gruppen zusammenstelle, denke ich an die Menschen, mit denen ich gern spielen möchte. Und dann lasse ich das erstmal wirken, wen ich da ausgewählt habe. Und dann fallen mir nach und nach so Stücke ein, die ich immer schon mal spielen wollte oder mal wieder spielen wollte oder auch mal schreiben möchte oder was auch immer. Und bei diesem Stück muss ich an Tineke denken. Und das spielen wir jetzt, das heißt Unconditional Love. Thank you.
Vielen Dank. Gesundheit, Malte. Wir beschließen dieses Set mit einem Stück von dem großartigen Schlagzeuger Bill Stewart, mit dem Doug Weiss sehr viel gespielt hat. Und das Stück heißt Don't Ever Call Me Again. Echt guter Spruch für so eine Business Card. Ja, das spielen wir jetzt. Thank you.
Dankeschön, das war das erste Set. Bis gleich. Gleich geht's weiter. Tineke Postma, Malte Wies, Doug Weiss, Pablo Hay. Willkommen zurück im zweiten Segment dieses Konzerts. Wir spielen jetzt ein Stück. Hey, Doug. Wir spielen jetzt ein Stück, was ich schon sehr lange kenne. Und zwar komme ich aus einer Stadt, in der ungefähr 0,5% Jazz ist. Zumindest als ich da gewohnt habe. Und ich glaube, zum Beispiel in dem Haus meiner Eltern gab es das. In dem Haus von dem Vater von meinem Freund Colin gab es das. Und dann gab es das noch in dem Keller der Familie Heller. Oh, das reimt sich ja sogar. Weil Ingmar und Paul Heller, zwei wunderbare Musiker, stammen auch aus der Stadt, aus der ich stamme. Hohenlimburg. Hohenlimburg in Hagen. Und als ich in Hagen zur Schule gegangen bin, war ich, glaube ich, der Einzige auf der Schule, der Jazz mochte. Ziemlich uncool, die Musik zu mögen, die die Eltern cool finden. Und ich habe mich da mit dieser Liebe zur Musik, zu dieser Musik, ein bisschen einsam gefühlt. Aber es gab halt Legenden über Musiker, die schon aus dieser Stadt kamen. Unter anderem Paul Heller und Ingmar Heller. Mein Vater hat mir irgendwann eine CD gegeben, die für mich sehr, sehr wichtig geworden ist. Die heißt Kaleidoskop, ist von Paul Heller und da spielt Jochen Rückert, Achim Kaufmann, Ingmar Heller mit Franco Ambrosetti. Und da habe ich schon mal so ein paar Stimmen gehört damals als Teenager, die hier quasi aus Köln dann später hier für Furore gesorgt haben. Aber eben Paul und Ingmar kamen aus der Stadt, wo ich auch herkam und sein Vater, da waren Paul und Ingmar schon weg, hat mich zu sich in den Keller eingeladen, weil er da so ein Jazz-Radio gemacht hat und mich dann interviewt hat und mich dann in seine Muckenband übernommen hat. Und dann habe ich bei ihm so ein bisschen Jazz-Luft geschnappt. Und ich denke oft an diese Zeit zurück und denke auch oft an diese Platte zurück und hör diese Musik sehr, sehr gern. Die kann ich sehr, sehr empfehlen. Die heißt Kaleidoskop. Und von dieser Platte spielen wir jetzt ein Stück, das spricht man so aus. Hymn. Aber es heißt Hymne. Und wir haben heute von echten waschechten Amerikaner gelernt, wie man das ausspricht. Hymn. Ja. Doug knows, Doug weiß, ist, ja genau, Doug weiß einfach, wie es geht. Doug weiß am Bass.
Thank you.
Thank you.
Malte Wies am Schlagzeug. Doug Weiss, Kontrabass. Op de guldende saxofoon speelt voor jou Tineke Postma. Schnell. Das war Displacement von Bill Evans, von seiner ersten Platte. Das ist ein ganz schönes Ding, das Stück. Fällt einem gar nichts so ein. Also doch, beim Spielen schon, aber wenn man drüber sprechen soll, dann nicht. Ist immer so eine Sache beim Jazz, immer so, oh, hoffentlich kann man schnell spielen, man muss schnell spielen können und ein gewisser Druck, den man in der Jazz Education spürt, in diese Richtung, ist aber auch schön, einfach loszulassen und sich davon nicht beirren zu lassen. Einfach versuchen, Musik zu machen mit solchen Menschen. Ich bin total froh, dass wir hier so zusammen sein können und gemeinsam diese Herausforderung bestreiten. Das ist was ganz Besonderes, wenn Menschen so zum ersten Mal zusammenkommen, egal ob die jetzt Musik machen oder nicht, aber alle sind immer ganz höflich am Anfang und ups. Genau, man kann nicht voraussehen, was passiert, weil man Sachen gehen schief und Sachen klappen und genau wie beim Miteinander sein, einfach nur ist es beim Musikmachen genauso, man muss aufeinander hören, man muss offen dafür sein, dass Sachen passieren, die man nicht voraussehen kann. Und darauf versuchen wir uns beim jedes Mal hier so drauf einzulassen. Und es ist jedes Mal wieder eine neue Herausforderung, aber jedes Mal für mich eine riesige Lernerfahrung. Und es ist schön, sich diese Sachen so zu ermöglichen hier vor Publikum. Ich schicke die Musik immer rum, ein paar Wochen vorher. Und dann bereitet sich jeder auf seine Art vor. Und dann kommen wir hier zusammen und proben 3 Stunden. Und das ist immer schon total schön, dieser erste Moment, wenn man so zusammenkommt, dann die ersten paar Töne zusammenspielt und merkt, oh krass, die haben sich das echt drauf geschafft. und alle schwelgen schon so in dieser Musik, schon seit einer langen Zeit irgendwie. Und dann kommt man zusammen und ich bin total glücklich, dass ich jetzt hier sein kann mit den Menschen. Und wir machen jetzt weiter und spielen ein Stück, was wir gelernt haben. Ist von einer Komponistin, die heißt Irene Higginbottom. Bottom? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall hat sie einen wunderbaren Standard geschrieben, der heißt Good Morning Heartache. Und da gibt es sehr, sehr schöne Versionen von Billie Holiday. Und wir haben uns an einer davon orientiert, von der harmonischen Sequenz, die dort gespielt wird. Und das spielen wir jetzt für sie, für euch. Good Morning Heartache. Thank you.
Good morning, Heartache. Ja, wir haben noch ein Stück. Das letzte Stück hat es auch in sich. ja, Tineke Postma kenne ich schon sehr lange. Ich glaube, das erste Mal kennengelernt habe ich sie, als sie auf dem Klangfestival gespielt hat mit Frederik Köster. Schon vor langer Zeit. Und dann fanden wir uns immer wieder in verschiedenen Jurys wieder. Für Jazzpreise und für Studiengänge. Und es war immer eine große Freude für mich. Und ich habe sie natürlich von der Ferne aus schon geschätzt, als Musikerin, Komponistin, Bandleaderin. Aber in diesen Momenten habe ich auch immer gemerkt, dass wir irgendwie ähnlich ticken und habe dann eigentlich ziemlich schnell darüber nachgedacht, wann eine Gelegenheit sein könnte, wann wir mal spielen. Und die bot sich zum ersten Mal, glaube ich, letztes Jahr, als wir beim Bojazzo eine Arbeitsphase als Dozenten dabei waren. Und jetzt bin ich total froh, dass sie hier ist. Und sie spielt fantastisch. Und es gibt gar nicht mehr zu sagen. Das ist Tineke Postma, ein Saxophon. Tineke und der Bassist kennen sich auch schon eine Weile. Wir haben beim Essen gerne zugehört, Malte und ich, über deren Erlebnisse in New York, in New York und auch woanders. Ich habe ihn auch lange aus der Ferne geschätzt und dann bin ich total froh, dass ich jetzt schon seit einiger Zeit immer mal wieder mit ihm zusammenspielen kann. Ich habe sonst seinen Namen auf Platten gelesen und habe zu diesen Platten versucht mitzuspielen zu Hause und versucht in der Form zu bleiben. Und ja, ich schätze ihn total und er spielt auf vielen meiner Lieblingsplatten. Und jetzt ist er hier im Loft schon zum zweiten Mal bei der Reihe. Das ist Doug Wise am Bass. Der Mann am Schlagzeug, den kenne ich aus Mainz, wo ich unterrichte und viele tolle Studierende habe, die mir immer wieder Aufnahmen gezeigt haben mit ihren Bands und es war immer wieder derselbe Schlagzeuger, aus gutem Grund. Irgendwann stand dann mal aus, dass ich einen Livestream spiele mit Studierenden von der Jazzabteilung in Mainz und da war dann auch ziemlich schnell klar, wen ich frage und das war schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Zwischenzeitlich habe ich immer sehr viel mit seinem Bruder zusammengespielt, der auch schon ein paar Mal bei der Reihe war, Finn Wiest. Der ist jetzt ganz weit weg, aber hat immer noch Fans hier hinten, auch hinten an der Bar. Aber jetzt ist eben sein Bruder hier und es ist, glaube ich, gar nicht so, also Brüder, also ich habe keinen Bruder, ich habe zwei Schwestern.
Aber so Brüder, ich weiß nicht, wie ist das, wenn man einen Bruder hat? Ist das gut? Ist Finn älter eigentlich? Naja. Also, wenn zwei Brüder auch noch dasselbe Instrument spielen, dann kann das unangenehm sein. Ich finde es aber total angenehm, weil ich mit beiden total gerne spiele. Von daher macht das weiter so mit eurem Bruder-Ding. Und es ist total gut, dass er jetzt hier ist. Das ist Malte Wiest am Schlagzeug. Malte Wiest. So, jetzt spielen wir noch ein Stück. Und zwar ein Stück von Mary Lou Williams. Ich bin seit einiger Zeit absoluter Fan. Kann ich das kurz sagen, ohne unterbrechen zu werden? Quatsch. Ich bin seit einiger Fan, Mary Lou Williams Fan. Und eine unheimlich wichtige Person für die Jazzgeschichte. Eine unheimlich tolle Pianistin und Komponistin. Und sie hat viele tolle Stücke geschrieben. Aber vor allem ist sie bekannt geworden auch durch eine Suite, die sie geschrieben hat, die Zodiac Suite. Und wir spielen aus dieser Zodiac Suite. Da gibt es übrigens mehrere Versionen von. Da gibt es eine Trio-Version von und dann hat sie noch eine philharmonische Version mit dem New York Philharmonic Orchestra als erste Frau und auch, ich glaube, erste Afroamerikanerin in diesem Raum für solch ein Werk als Jazzmusikerin geschrieben. 1945 war das. Und da gibt es unheimlich tolle Stücke in dieser Suite drin. Und das ist jetzt eins meiner Lieblingsstücke. Das heißt Scorpio. Und damit verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Kommen.
Malte Wiest. Doug Rice. Tineke Postma. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Ja, also man wächst dann über diesen Tag oder halben Tag eigentlich schon ziemlich eng aneinander. Und meistens oder eigentlich immer, nach all diesen Abenden habe ich eigentlich immer total Bock, mit dieser Band dann auf Tour zu gehen und mehr zu spielen. Weil jetzt sind wir gerade eingespielt, jetzt könnten wir weitermachen. Deshalb passt der Titel des letzten Stücks ganz gut. Und zwar ist es von Dougs altem Arbeitgeber. ein Stück, das heißt Bittersweet von Al Foster, dem großartigen Schlagzeuger, der gerade 80 Jahre alt geworden ist. Und das spielen wir jetzt. Wer danach noch immer noch nicht genug hat, kann gerne am 22. März wiederkommen. Da spiele ich mit Wolfgang Mutspiel, Naima Acuna und JJ. Jakob Jäger, ein wunderbarer Bassist, der auch heute hier anwesend ist. Jakob? Ich dachte, er wäre anwesend. Ah, doch, da ist er. Ich freue mich schon. Bald schicke ich Stücke. 22. März, das wird bestimmt ein schöner Abend. Mittwoch, diesmal nicht Montag, Dankeschön. Diesmal nicht Montag. Ansonsten gibt es auch noch eine CD von 4 Jahren Pablo Held Meets, die kann man bei Bandcamp sich mal angucken. Und jetzt spielen wir noch Bittersweet. Dankeschön fürs Vorbeikommen und fürs Zuhören. Bis bald.